Hallo, liebe Interessenten, ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Walter Kasper, ich bin Heilpraktiker und Dozent an den Paracelsus-Schulen. Heute möchte ich Ihnen die Kraniosakraltherapie und die Kraniomandibulartherapie vorstellen. Dieses Seminar ist ein Einsteigerseminar, in dem Sie osteopathische Techniken erlernen, mit denen Blockaden der Hirnschädelplatten, aber auch Blockaden der Gesichtsschädelknochen gelöst werden können. Diese Blockaden können zu mannigfaltigen Problemen und Störungen im Kopfbereich, Schulter-Nackenbereich führen, aber auch im restlichen Körper können dadurch Störungen auftreten. Wir benötigen bei dieser Therapie bloß unsere Hände. Zum einen zum Ertasten des Kraniosakralrhythmuses. Das ist ein Rhythmus wie zum Beispiel der Herzrhythmus oder der Atemrhythmus. Und zum anderen zur Lösung von Blockaden, die zu verschiedenen Störungen führen können. Im Seminar lernen wir spezielle Druck- und Zugtechniken, mit denen eigentlich alle Systeme im Körper beeinflusst werden können, wie zum Beispiel das Nervensystem, das endokrine System, Blut-Kreislauf-System, Lymphsystem und auch das Respirationssystem. Die Behandlungstechniken sind relativ einfach zu erlernen und man kann sie anschließend sofort zu Hause oder in der Praxis anwenden. Dieses Seminar richtet sich an alle Therapeuten und an Privatinteressierte. Sehr oft habe ich Mütter in meinem Seminar, die ihren Kindern etwas Gutes tun wollen. Diese Techniken habe ich 1998 im Rahmen der Trigger-Osteopathie-Ausbildung gelernt und wende sie seither erfolgreich in meiner Naturheilpraxis an, die ich seit 2002 betreibe. Ich kombiniere die Techniken sehr gerne mit Orakupunktur, mit Neuraltherapie und mit Magnetfeldtherapie. Ich würde mich sehr freuen, Sie schon bald in meinem Seminar begrüßen zu dürfen. Herzlichst, Ihr Walter Kasper.